Ja, hallo, hier ist wieder ein Video von Snake Zockt. Das heutige Spiel heißt Mr. Run and Jump. Das gibt es auf dem PC, das habe ich jetzt hier gerade, oder auch fürs Atari 2600. Klingt bescheuert, ist aber nicht so. Weil, ja, es ist tatsächlich so. Für das Atari 2600 Plus gibt es das auch als Modul. Natürlich nicht mit so einer Grafik hier, ne? Klar. Aber ich wollte es lieber hier auf dem PC. Ah, da steht ja auch mein Nickname. Okay, gut. Genau, so sieht es auf dem Atari aus. Genau. Ach so. Okay, ich muss meinen Hund. Ich muss meinen Hund wiederfinden. Na, okay. Ernsthaft? Das ist doch nicht die ganze Zeit so. Ich meine, die Grafik. Oh. Ach so. Okay. Das sind originalgetreue Soundeffekte. Das ist wirklich so. Ach, da darf ich nicht dran. Okay. Ich glaube, das darf ich auch nicht berühren. Okay, cool. Das ist noch leicht zu verstehen hier. Das bleibt doch jetzt aber nicht die ganze Zeit diese Grafik, oder? Autsch. Ach, deine. Okay, hier bin ich sicher. Da nicht. Ich habe unendlich Leben, das ist schon mal gut. Ah, Junge. Also man spielt es mit Tastatur, beziehungsweise mit Joystick. Am Atari. Ah, okay, hier bin ich sicher. Ja, Safe Spot. Verstehe. Auch ein Safe Spot. Sehr schön. Gewusst wie? Da ist ja der Hund. Na, was ist denn? Was ist denn, Fifi? Alles gut? Oh, eine Zwischensequenz. Schön. Ja, so, das ist doch die Grafik, die ich meine. Ja, genau. Hey, nein, nicht einfach so da reingehen. Das ist ein sehr neugieriger Hund. Okay. Gut. A und D. Hey, was ist das? Okay, kann ich einsammeln? Super. Tutorial. Ah, gut.
Wir werden es erfahren. Wie komme ich denn darüber? Ach so, es geht. Okay, gut. Aha, Control, verstehe. Die hier. Oh. Aha. Nein! Nicht einsammeln. Ich will doch das Ding auch kriegen. Warte. Siehste, geht doch. Geht schon. Okay. Und einmal mehr ist das Timing, das entscheidet. Das war um Haaresbreite. Ah, okay. Komme ich da hoch? Ja. Nee, komme ich nicht. Ich kann da nicht mich festhalten. Ich kann mich da nicht. Nee, geht nicht. Geht nicht. Ach, das ist ungefährlich. Okay. Interessant. Auch von da wieder. Oh, nö. Es geht doch. Es geht doch. Und was ist da hinten? Jetzt will ich es aber wissen. Da war schon mal sowas. Das geht. Das geht. Das geht. Ach, guck. Alles klar. Ich wusste, es geht. Ist aber schwierig. Das muss ich kriegen. Das will ich kriegen. Okay, nochmal das Gleiche. Ah, das war noch ein Millimeter. Jawoll, du. Und jetzt zurück. Das geht.
Oh nein! Es zählt nicht, wenn du... Wenn du es nicht komplett schaffst, dann zählt es nicht. Okay, der Teil ist noch okay. Das ist ja... Ja, der Teil auch. Oh, das war aber ganz knapp. Ja! Ah, Junge. Ja, das habe ich ja schon mal geschafft. Ist ja alles kein Ding. Das kriege ich noch mal hin. Das gibt die. Oh, ich kenne noch andere Spiele, bei denen das so ist. Ja, man kennt die üblichen Verdächtigen. Was will der mit was was im was? Ah. Ja, habe ich schon. Ah! Okay, geschafft. Gut. Oh. Ja, natürlich. Aber das geht. Das geht. Ja. Okay. Halt. Bonuslevel, Bonuslevel. Wie soll ich das denn schaffen? Hör mal. Also, ernsthaft? Das ist ja für Profis. Und wie rum eigentlich? Wie soll ich das denn? Hä? Da kann ich nirgendwo an der Wand. Ach so, siehst du? Ich muss also hier. Ich muss ja schon den Doppelsprung machen, um da an der Wand zu kommen. Oh weia. Alter Verwalter. Wie soll das denn gehen? Okay, ich glaube schon. Ach, das geht auch? Das wusste ich gar nicht, dass ich... Okay. Okay, der Teil ist jetzt aber... Uff, mein Lieber. Okay. Wie mache ich das denn, ohne zu sterben? Wie mache ich das denn? Ich probier's mal. Ja! Ja, es hat geklappt.
Wow, okay. Okay, cool. Ja, aber jetzt, wie soll das denn gehen? Was? Das geht doch gar nicht. So, ich denke mal, jetzt geht das. Aber wie soll das denn? Ah, okay. Ich denke mal, das war schon der richtige Ansatz. Aha. Aha. Das freut mich. Ja, super. Ah. Okay. Autsch. Ach, ab da? Oh, das ist ja gemein. Das ist ja gemein. Aber es ist ein interessantes Spiel. Ich will halt alle kriegen, ne? Ja, toll. Das nutzen mir jetzt natürlich wenig, dass ich. Aber das ist auch schon sehr herausfordernd. Muss man mal sagen. Oh ja, super. Das Witzige ist, das gibt es auch für den Atari 2600 als Modul. Klingt komisch, aber ist wirklich so. Natürlich, von der Grafik her sieht das da nicht so aus, ne? Klar. So. Mal gucken. Geschafft. Okay, cool. Boah, das hätte auch schief gehen können. Um Haaresbreite. Was ist hier unten? Gar nichts. Gut, dann gehe ich auch nicht hin. Okay. Was ist das? Also ich liebe diese klassischen Spiele, ne? Ach so, okay, gut. Später noch mal hinkommen. Gute Idee. Tja. Ich wüsste auch nicht, wie ich da hinkomme. Dann mache ich das später. Ist okay. Oh, na toll. Na toll. Wie soll ich das denn schaffen? Oh Mann. Das war jetzt mal gar nichts. Oh, okay. Das war jetzt auch nichts. Nicht. Ah, komm schon. Manchmal ist es pixelgenau und dann wieder nicht. Das ist echt nicht dein Ernst, Spiel. Wirklich nicht. Das ist nicht dein Ernst. Ja, natürlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Ja, dann komme ich jetzt mal zum Fazit. Ich würde sagen, das ist schon ein recht gutes Spiel. Macht Spaß, ist herausfordernd, wird immer schwerer, so soll es ja auch sein, aber
Ja, was heißt aber? Kein aber. Man muss natürlich was übrig haben für diese Spiele, ne? Die einen auf Retro machen, obwohl sie nicht im Jahr 1982, sondern 2023 rauskommen. Na? Aber das ist völlig in Ordnung. Das geht klar. Ich kann es empfehlen. Und ich werde es auch noch weiterspielen. Demnächst. Weil ich denke mal, das könnte interessant sein. Gerade deswegen, ich bin ja halt auch jemand, der für Retro-Spiele, ne, was übrig hat. Da ergibt das Sinn. So, na gut. Was wir beim nächsten Mal uns angucken, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber dann sage ich schon bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Snake.